Guten Morgen. Ich habe heute mal die Kamera mitgenommen. Weil ich ja gesagt habe, ich nehme die jetzt immer mit. Mal gucken, was so passiert. Die Nacht war furchtbar. So warm und schlafen konnte ich kaum. Dann sitze ich also wieder hier und höre der Dinge, die da kommen. Mal sehen, wie viel ich diesmal in meinem Buch lesen werde. Ich bin so müde. Aus. Okay, ein bisschen Kram liegt hier, aber. Dann wollen wir was zum Wegheften. Ah, gucken. Okay, ich gucke mir den Kram mal an und dann sehen wir weiter. Ich bin dann mal wieder zu Hause. Naja. Wie auf die Nase. Entschuldigung. Zum Schluss habe ich dann noch mal eine andere Aufgabe bekommen, die ich dann ab morgen machen soll. Aber mal gucken. Keine Ahnung, ob das jetzt das Beste ist oder nicht. Also, Lust habe ich da keine mehr, ganz ehrlich. Also, bei so einem Hin und Her. Da. Ich glaube, es musste noch eine Person dann sagen: so, hey, was ist denn hier nun? Und überhaupt. Also, das ist echt furchtbar. Ja. Mit meinem Buch. Ich hatte bei Instagram wieder gepostet, als ich seit 300 angekommen bin. Und ich war kurz vor 400, also hier, Trigger, ne? Kurz vor 400, als die reingekommen ist und also die beiden reingekommen sind. Und ja, ich war so kurz davor. Aber ich werde das Buch jetzt auslesen, heute zu Hause. Und morgen neues mitnehmen, weil ich habe nur noch jetzt, also ich habe es wirklich exakt 400 Seiten geschafft. Und habe erst noch 27 Seiten übrig. Also die werde ich hier lesen und dann mir morgen was anderes mitnehmen. Genau. Ich weiß auch sogar schon was, glaube ich. Glaube ich. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden, wie ich da hingucke. Ja, okay. Und da ist die Leseprobe von Chris Carter offen für den 7. Band. Und naja, Vorwort, also die Anmerkung ganz am Anfang ist, dass es ein erster Thriller ist, dass er sich unterscheidet von den restlichen Teilen, weil größtenteils die Handlung auf wahren Begebenheiten beruht. Okay. Mal gucken, wie das so ist. Nur die Namen sind halt geändert, logisch. Aber viele Personen halt wirklich reelle Personen sind. Reale? Oh, ich bin ein bisschen fertig. Ja, dann muss ich mir gleich was zu essen machen und ja, mal schauen. Ich habe die Nacht auch nicht viel geschlafen, also ich war noch immer um 0 Uhr war ich immer noch wach und oh, ist ätzend. Ich bin so müde heute, es ist nicht gut. Vielleicht werde ich mich auch noch mal hinlegen und ein bisschen schlafen oder so. Dazu muss ich das Bett erstmal weitermachen, weil Daniel hat ja das Bett abgezogen heute Morgen, was ich schon sehr erstaunlich finde, und hat das Bettlaken darauf gemacht, aber den Rest darf ich dann machen. Großartig. Naja, gut. Werde ich den nach anderen machen müssen und dann gucken wir nochmal. Ich glaube, ich lege mich nochmal ein bisschen hin. Ach ja, ich bin echt völlig fertig. Völlig fertig. Oh, genau so. Na gut. Dann melde ich mich später wieder, ne? Tschüss. Oh Gott, seht ihr, ich bin überhaupt gar nicht anwesend heute. Nicht ein bisschen. Ich habe mir gerade was zu essen gemacht und bin gerade beim Futtern. Aber ich muss euch was zeigen. Ich habe euch ja gesagt, dass Daniel das Bett abbezogen hat und das Laken drauf gemacht hat. Und mehr nicht. Den Rest habe ich machen. Und das ist das Ergebnis. Nö. Du machst dir das schon mal bequem, ne? Jo. Schläft man so nichts an auf dem Sessel ein. Bewusst auf dem Sessel eingeschlafen, weil ich noch so faul bin, das Bett weiter zu beziehen. Und dann bekommt man ein Foto geschickt. Warte, irgendwie geht das gerade nicht. Moment! Ein Foto geschickt. Dreht sich das wieder. Egal. Hallo. Kleiner Augenblick. Also ein Foto geschickt. Ja. Meine Mutter hat Rossmann geplündert. Oh, wie klasse.
Vor allem fragt sie drunter, was ist das? Hier war keiner dabei. Auf jeden Fall hat sie mir die gekauft. Finde ich auch sehr, sehr lieb. Irgendwann habe ich sie auch alle. Das ist ja der Hammer. Ich habe ihr nicht gesagt, dass ich welche kaufen soll. Muss ich? Also ich sage nie, dass ich irgendwas kaufen soll oder sowas. Ja, also das muss man mal erwähnt haben. Also, so großartig. Jetzt habe ich das Bett bezogen, zumindest meine Seite erstmal, weil ich mich nochmal hinlegen wollte. Aber irgendwie, ich glaube, aus meinem Schlaf gerade nicht. Oh, ich habe kleine Augen. Oh Gott, hallo. Aufstehen. Ich bin so müde. Also ich werde sicherlich nicht alt werden. Okay, ich muss bis 22 Uhr warten, weil meine Abstimmung vorbei ist. Für was geht sich ab morgen? Ich hatte nämlich bei Instagram, bei Facebook wollte ich es eigentlich auch machen, bei der Bücherwürmchen-Gruppe, aber irgendwie musste es da freigeschaltet werden. Das war noch nie. Keine Ahnung. Auf meiner Facebook-Seite habe ich es auch, deswegen auch bei Twitter zweimal. Also auf meinen beiden Twitter-Accounts. Und halt beim Büchertreff. Und beim Büchertreff gibt es schon einen klaren Favoriten. Ich zeige euch mal die Bücher. Das sind die vier da. Sekunde, ich muss mal näher ran gucken. Also. Aber McCarthy, der Todeskurier, Chris Mooney, Secret, Luke Devlo, Nackte Seelen und Veit Eztorn, Final Cut. Und jetzt schaut mal, was da auch schon auf Platz 1 bisher ist. Jawohl. Aber es hat zumindest jedes Buch eine Stimme, das ist ja auch schon mal schön. Ich denke mal, es wird Final Cut werden, so wie es aussieht. Ich habe gerade mein Buch Firefox-Album aktualisiert, obwohl er immer noch provisorisch aussieht, weil ich immer noch nicht weiß, wo ich Blätter habe. Das ist echt frustrierend. Aber gut, zumindest schreibe ich es mir immer noch auf. Und ich schleppe jetzt die beiden Bücher wieder zurück ins Schlafzimmer, weil ich mich jetzt hier hinlegen will. Oh, ein bisschen lesen will. Und mein Vlog ist gerade eingespeist in den Movie Maker und. Ja, es dauert wohl ein bisschen länger. Also erst habe ich gedacht, so was? 47 Minuten kann ja gar nicht sein. So lang. Kommt jemand? Aber da war noch ein anderes Video mit bei. Also ein Bücherregal. Und ja, das musste ich wieder rauslöschen. Und jetzt sind es aber immer noch 30 Minuten, also keine Ahnung, was wir noch schaffen. Wir haben jetzt schon 8 Uhr gleich. Ja, aber es ist etwas schwierig, ne, Vaterchen? Ich finde es jetzt auch ein bisschen schwierig. ja, also das ist halt doch wieder ein bisschen länger geworden. Dafür ist heute wieder kürzer. Aber ich weiß nicht, ob ich heute hochladen kann. Ich habe etwas getrödelt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe auch Kopfschmerzen und mir geht es nicht so gut kreislaufmäßig mit dem Wetter und so. Das ist. Ja, sobald es schlechteres Wetter wird, also wenn es heiß ist und so, das macht mir überhaupt nichts aus. Aber so, sobald es dann so eklig wird wie jetzt, also es ist ja alles grau und grau draußen und gestern hat es gewittert und so, aber das habt ihr ja gesehen. Ja. Dann geht es mir nicht so gut. Ist halt so. Ja, und ich habe Kopfschmerzen. Und ich bin müde. Und das ist immer so ein Ekelmontag. So ein, ne? Montag halt. Was soll man zum Montag anderes sagen als Ekelmontag? Ja, und ich werde jetzt ein bisschen lesen halt. Warten, bis es angekommen. Zwischendurch gucken, was mein Vlog macht. Mein Kater ärgern? Nein. Oh. Ja, was soll ich sonst sagen? Nix. Kann ich nicht sagen. Okay. Ich melde mich dann später nochmal. Achso, habe ich schon, das habe ich schon gesagt. Natürlich habe ich das schon gesagt. Ich wollte gerade fragen, ob ich euch schon gesagt habe, dass ich diesen Lesewichtel gestartet habe. Aber natürlich habe ich die Bücher sogar gezeigt. Und Final Cut ist immer noch an erster Stelle. Obwohl mir eine Person beim Büchertreff schon abgeraten hat, dieses Buch zu lesen. Kann keine Empfehlung dafür aussprechen.
Ich habe schon gehört, dass das irgendwie so zwiespältig ist. So einige mögen es, andere mögen es überhaupt nicht. Viele waren enttäuscht oder so, keine Ahnung, aber ich will es trotzdem lesen. Das klingt total interessant, also von daher bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Genau, mal gucken. Na gut, dann lese ich erst mal ein bisschen. Kaum war die Kamera aus und ich will anfangen zu lesen, passierte das. Ah ja, okay. Er sucht ein bisschen Nähe. Na toll, das war's ja wohl nicht. Jetzt ist er wieder da. Er weiß noch nicht so genau, was er will, glaube ich. Ich habe es nicht geschafft, den Vlog irgendwie zu bearbeiten. Nicht mal ansatzweise. Also wird es morgen, für euch heute, das ist auf der Decke, zwei Videos geben. Passiert halt mal, ne? Ja. Und ich habe immer noch Kopfschmerzen und es ist immer noch alles blöd. Aber wir gehen jetzt schlafen und morgen wird es hoffentlich besser werden. Mal gucken. Ich muss um 8:30 Uhr telefonieren. Aber das wird schon. Trotzdem ein bisschen Bamseln davor. Warum geht denn der Knopf hier nicht zu? Ja, das ist übrigens tatsächlich Final Cut geworden. Was ich morgen oder ab morgen lesen werde. Was ist denn mit dem Fokus gerade los? Ja. Mal gucken, wie das so ist. Das hat übrigens fast 450 Seiten. Und die Schrift erscheint ein bisschen kleiner, aber mal gucken. Jetzt werde ich vielleicht auch nicht mehr so viel rumsitzen oder so. Gehe ich mal von aus. Also werde ich wahrscheinlich nicht so viel zum Lesen kommen. Vielleicht wird das das letzte Unterwegsbuch sein für diesen Monat. Und zum Schluss vielleicht einmal zu Hause gelesen. Das muss ich dann gucken. Ja. Aber ansonsten ist doch schon mal nicht schlecht. Ich habe schon vier Bücher vom Sub gelesen. Und eins nicht vom Sub. Und das sind dann fünf, acht. Acht Bücher für diesen Monat ist doch schon mal gut. Würde ich sagen. Ja. Okay, und ich habe eben noch schnell mich für Chris Carter beworben. Auch da habe ich ja ewig gebraucht, gerade weiß ich nicht. Aber gemein sind ja Cliffhanger, ne? Ja, also Cliffhanger sind ja generell sehr gemein, nicht? Man kennt es nach Kapiteln immer dieses abgehackt, dann muss weiterlesen, der Akku ist gleich leer, das schaffe ich noch. Und dann am besten noch mit 10 Wechsel, wunderbar. Aber diese Lebensprobe von Chris Carter, da war das sechste Kapitel fängt an und es geht quasi darauf hinaus, was eigentlich, was die ganze Zeit drumherum erzählt wird. Und dann kurz bevor es aufgelöst wird, was es ist, Lebensprobe zu Ende, mitten im Satz. Bies. Biest, 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 Biest. Alles ganz schön fies. Ja, okay. Wie gesagt, Akku ist leer. Ich gehe jetzt eh schlafen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bis dann. Bye, bye.